Ich wollte jetzt ganz normal einfach meinen Rogue weiter ranken. Bis jetzt war ja AV eigentlich die ganze Zeit so die Meta, aber die Meta hat sich drastisch geändert. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, gibt bitte nicht, wenn ihr hier diese PvP-Marken habt, Warzone Gulch, Arati-Marken, Alterac Valley-Marken habt, gibt nicht Concerted Efforts ab, weil es gibt nur 2000 Ehre. Das ist komplett gewastet. Ich weiß nicht, was sich Blizzard dabei gedacht hat. Das müsste irgendwie 25k geben, dass sich das lohnt. Aber es ist eine Katastrophe. Die Meta ist aktuell Arati-Becken spammen, keine Base cappen, zwei Loose-Marken mitnehmen. Weil, wenn ihr drei Marken abgibt, bekommt ihr einfach 7500 Ehre. Ich frage mich wirklich, was ist das für eine Meta? Wie kann das sein? Das ist wirklich. Es ist crazy und es geht nicht in meinen Kopf rein. Ich finde es einfach nur verrückt, wie sich das PvP geändert hat. Vor allen Dingen für die Allianz. Einfach nur durchrennen, paar Kills machen, keine Base cappen, easy 7,5k Ehre in 10 Minuten mitnehmen. So, das ist. Also, es ist wirklich verrückt. Ich frage mich vor allen Dingen, jetzt als Allianz, ich war ja ganz am Anfang, habe ich Horde gespielt, jetzt spiele ich wieder Allianz. Ich frage mich ernsthaft, wie es ist, auf der Horde-Seite zu ranken. Ist es geil? Bockt das? Du gewinnst dauerhaft, du hast locker das Ranking in ein, zwei Tagen fertig, da hast du deine 500k. Ich will gar nicht wissen, wie viel Ehre die machen. Man bekommt drei Marken jedes Mal, jeder Win alle 5 Minuten, 7,5k Ehre. Das ist einfach nur wirklich sehr, sehr crazy und ich frage mich, ob Blizzard nicht vielleicht doch eine kleine Fehlentscheidung gemacht hat, was das neue PvP-System in Season of Discovery angeht. Ich meine natürlich, ja, die Leute wollen nicht mehr ranken, wollen ranken, wollen nicht mehr leveln, die Leute wollen einfach nur noch schnell ans Ziel kommen. Aber ist es das jetzt wirklich wert? Das hat das komplette PvP zerstört. Guck mal, keiner rennt mehr zum Stall. Alle rennen dran vorbei, alle straight up nach vorne. Das ist einfach nur wirklich crazy. Ich ja, bin einerseits ein bisschen schockiert, andererseits ja, es ist nicht mehr so aufwendig, nicht mehr so time-wasting, wie als wo ich zum Beispiel Rang 14 Classic Era gemacht habe, ganz am Anfang, wo es nur ein Sandfarm maximal noch gab und halt die paar BGs, die offenbar gegen immer dieselben Leute. Hingegen zu dem, was hier basically gerade abgeht. Also, das ist wirklich sehr, sehr, sehr crazy. Ich bin mal gespannt, ob Blizzard da jetzt noch ein bisschen eingreifen wird oder ob Blizzard das jetzt einfach erstmal so weiterlaufen lässt. Ich meine, natürlich ist es die erste Woche von der mittlerweile fünften Phase, aber trotzdem, so, ich weiß nicht, das ist einfach crazy. Ich finde es wirklich crazy. Hier nimmt man sich jetzt die paar ehrenhaften Kills mit und dann geht es weiter rund. Dann geht es wieder los, dann kann man wieder von vorne queuen. Ich finde es crazy. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung dazu schreiben, wie ihr die aktuelle PvP-Meta findet. Findet ihr, das ist geil? Findet ihr, das hat noch irgendwas mit PvP zu tun? Oder wollen die Leute einfach nur noch schnell an ihr Ziel kommen? So, wie gesagt, das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren. Und ansonsten wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Gönnt euch Phase 5. Haut rein, Leute. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.